in 2019 mit einem Dreifach-Donnerlader am Stall. Lukas! Osna! Es ist wieder soweit, liebe Narrenschar. Der Karnevalsverein Bruchkatz aus Rammstein eröffnete am Samstag, den 17.11. die neue Kampagne mit der Intronisation der neuen Tollität inklusive Ordensfest. Für die noch amtierende Prinzessin Lena I. hieß es ein letztes Mal Ralau, aber bevor die Amtszeit zu Ende ging, durfte sie noch ein neues Mitglied für den Elferrat begrüßen und mit Freude die Narrenkappe überreichen. Ich will. Für all die tollen Veranstaltungen, die ich ohne dich nie hätte besuchen können. Es war mir eine Ehre, deine Begleitung sein zu dürfen. Nirgendwo war es so schön wie daheim in Rammstein. Ein wunderbarer Traum ist wahr geworden und ich bin unendlich dankbar dafür. Nach Ablegen von Mantel, Krone und Zepter wurde Lena Bagges von Rainer Scherer und den Ex-Tollitäten im Club der Exen begrüßt. Nun musste natürlich auch wieder eine neue Prinzessin gefunden werden, aber noch war keine neue Tollität in Sicht. Daher schickte Präsident Jürgen Lesmeister seinem Vizepräsident Andreas Franz als Laufbursche durch die halbe Stadt Rammstein und ließ sich über eine Live-Schaltung zur Presse- und Politikabteilung ins Rathaus schalten, um in Erfahrung zu bringen, was für Ansprüche eine Prinzessin erfüllen muss. Nach Gesprächen mit Bürgermeister Ralf Hechler, Pressesprecher Stefan Leyes und mit der Programmdirektorin Burgerstein vom Kongresscenter erstrahlte auf einmal aus dem Nichts im sanften Grün die neue Hoheit, Denise die Erste. Großer Jubel ging durch die Narrenstube, die neue Prinzessin war endlich gefunden. Während die neue Tollität für die Intronisierung in ihr wunderschönes Kleid schlüpfte, präsentierte der inzwischen im 24. närrischen Amtsjahr Präsident Jürgen den neuen Orden für 2019. Mit strahlendem Gesicht und Stolz zeigte sich die 24-jährige Denise Martin dem Publikum und wurde mit der ehrenvollen Übergabe von Mantel, Krone und Zepter nun zur Denise der Ersten intronisiert. Unsere Prinzessin ist intronisiert. Hier steht Prinzessin Denise die Erste. Die folgende Proklamation verbirgte einige kreative Forderungen und keiner von den Bruchkatzen blieb hierbei wirklich von Aufgaben verschont. Proklamation 2019, Paragraph 1. Hört, meine närrischen Untertanen im Bruchkatzenland. Wie kann es sein, dass ein so schönes und traditionsreiches Lied wie das Rammsteiner Karnevalslied immerzu in Kurzfassung gesungen wird. Damit ist nun Schluss. Der Traum, die Regentschaft der Bruchkatzen übernehmen zu dürfen, habe sich für Denise die Erste, die schon bei dem Bruchkätzchen anfing, nun endlich erfüllt und daraufhin wurde das bekannte Rammsteiner Lied ungekürzt gemeinsam eingesungen. Das Blütchen ist überall was los und wenn du magst, mein lieber Freund, viele Glückwünsche und Blumen für die Hoheit. Und Gratulation gab es auch vom Senatspräsident Hubert Schroth sowie von Peter Schwieberger, dem Bezirksvorsitzenden für die Westpfalz von der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine. Auch wurde das hoch angesehene Ordensfest mit in den Abend eingebunden und so präsentierten sich nach und nach alle Abteilungen der Bruchkatzen.
Den Anfang machten die Mädels der Juniorengarde, die übrigens beim Schulungsturnier in Karlsruhe einen sensationellen 3. Platz belegt haben. Und auch die grün-weißen Funken durften sich ebenfalls über eine 3. Platzierung feiern lassen. So, ich brauche schon nichts mehr zu sagen. So sehen Sieger aus. Weiter ging es mit den Damen der Senatsgarde. Mit den Herren vom Elferrat. Ganze Namen sagen. Oh, die kommt. Und zwischendurch sorgten die Holzlandsänger auch für musikalische Unterhaltung. Mit dem Auftritt der Hofkater wurde der Abend perfekt abgerundet und die gesamte Stube fing an zu tanzen. Die Stimmung ist ganz wunderbar, wie es bei der Narrenschar schon immer war. Kommt ab mit, denn heute ist wieder Fasenacht. Kommt ab mit, wenn alles singt und tanzt und lacht. Allerletzt bekam auch der Vizepräsident, auch als Hofnarr der Bruchkatzen bekannt, Andreas Franz, und sein Präsident Jürgen Lesmeister die Orden umhängt. Auf eine schöne 68. Kampagne und 5. Jahreszeit mit den Bruchkatzen und bis zur nächsten Folge der Bruchkatzen-Tour Rammstein mit AZ, dem digitalen Alphabet.